Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Tolova 2 mit Makedonien. Das ist falsch, wir sind nämlich die Epira, Epirosa, Epirana. Ja, gut. Wir haben eine Sklavenarmee vor uns, die von jetzt auf gleich einfach so eine Fullstack-Armee bekommen haben. Einfach so, um uns zu nerven. Aber ich bin mal gespannt, ob die es schaffen, uns zu nerven. Ich glaube es nämlich nicht, ehrlich gesagt. Nee, du sollst da sein. So. Dann starte mal. Im Falle unseres Sieges will ich Zeus und Ares mit einem. Genau, die habe ich halt ja jetzt hier aufgestellt. Falls sie hier rausgehen, dann kann ich sie ziemlich in die Seite boxen. Genau, das geht der jetzt nach da? Was für ein Puphahn. Echt jetzt, der geht nach da. Ich glaub's ja nicht. Naja, aber dann hat er hier nur zwei. Und dann mit zwei Einheiten wird er hier nicht weit kommen. Ganz ehrlich. Dann. Ja, okay, aber es kommt drauf an, wenn er gleich runter geht und hierhin kommt, dann wird es schon ein bisschen wir haben die versteckten blöd für uns. Entdeckt. Okay, 5 verloren. 7 verloren, ja, okay, naja. Besonders ist das nicht, aber es geht. Der hat noch wir haben die verloren. Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ja. Super. So, die kommen jetzt hier hoch und werden gleich begrüßt von unseren Steinschleuderern. Jetzt? Das ist einer. Mach den doch mal platt. Hä? Was? Hä? Unser General wird angegriffen. Das hat sowas von bescheuert. Oh, lustig. Was macht der? Okay, das ist nicht gut. Wenn er das Tor nämlich einnimmt, dann bin ich tot. Wir haben die versteckten feindlichen Aber das macht er, glaube ich, nicht. Entdeckt. Ich muss ihn ablenken. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Nur Text bitte. Schleuderer!
Halt doch die Klappe. So. Ja, na gut, dann übernimmt er halt die Stadt. Nicht ganz so gut. Ja, jetzt kommt er nämlich von hinten. Nachtjäger. Das klingt ja auch cool. Alter. Chillt mal. Was war das denn für ein Charge? Die Nachtjäger können auch noch werfen. Jo. Läuft bei euch. So, den bekomme ich noch. Ne, bekomme ich nicht. Der muss ja auch sofort eine Full-Stack-Armee bekommen. Ach. Nerv. So. Vor allem, da komme ich so blöd wieder hin. Okay, ich könnte da eine Fullstack neu aufbauen. Ja. Siedlung ausgeraubt. Wie wäre es mit ein paar Elefanten? Ein paar von denen, ein paar von denen, ein paar von denen. Und dann mache ich Ciao. So. Wetten, die haben noch nie einen Elefanten gesehen? Oh. So, Nebel. Ah, nee. Regen wäre cool. Danke. Dann sie nicht können werfen Feuer. Oh, ich kann nicht Feuer. Nee, Spaß. Okay. So. Wenn der stirbt, ist es nicht so schlimm.
kannst du auch wieder reden. Aber ich will mal sehen, was der da hat. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Unser General wird angegriffen. Könnt ihr während dem reiten? Nee, kann sie nicht. Doch, kann sie. Cool. Oh, meine kleinen Elefanten kommen jetzt auch. So, und bitte schön trampeln. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unser General ist gefallen. Oh nein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich besiegt, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass er mich besiegt. Aber okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
Da habe ich auf jeden Fall noch bekommen. Unsere Männer fliehen vor der So, 200. Ja, der Elefant war gut. So. Die ganze Fernkampfkavallerie ist halt jedes Mal so ein. Ne? Versteht ihr? So. Ach so. Wie kann der jetzt nicht rein? Dann mache ich halt noch einen. Na gut, wenigstens hat da aufgehört zu das kämpfe ich jetzt auch noch, weil ich den General töten will. Warte mal. Ich schau mal kurz. Ich weiß nämlich nicht. Genau. Ob ich noch einen General habe? Nee, habe ich nämlich nicht. Dann umstelle ich das mal ganz dezent. Ach, hier ist auch wieder Rebellion. So. Befreien und lass mir Geld dafür geben. Upsi. So. Öffentliche Ordnung oder Sklaven? Sklaven minus 5, kulturelle Unterschiede. Mache ich öffentliche Ordnung. Du machst mal hier einfach was, damit du ein bisschen auflevelst. Du hast der. Okay. Dann machen wir Hoplit. Du hast auch was bekommen. Ah, sogar beide. Dann bekommst du hier den Ausbilder. Ach, du bist ja ein. Du bist ja so ein Typ. Ist eigentlich auch ganz gut. 3 auf alle Attribute. Ja, das machen wir. Verlust. Ja. Und, dann hat er halt hier richtig. Schau mal, also Autorität plus 10 Chance auf verwunden feindliche Agenten, das ist gut. Und 25% Größe auf Einflussbereiche, das ist auch nicht schlecht. Greifenaktion. Nochmal Chance auf Verwundung. Und minus 8% Abkühlzeit. Okay. Und Hingabe, dann Chance auf nochmal Chance. Und dann Waffenschaden und Geschossschaden. Also, das ist ja. Das ist doch mal gut. So. Was gibt's hier zu berichten? Genau, ja, Truppen rekrutieren, ja, bla bla. Wolfpack hat immer noch was. Der hat was, 500 Erste.
Du bekommst. Ach, du bist so einer. Ah, ja. Neuer Aufschwung. Wagemut. Das klingt doch gut. Barbaren. Ja, genau. Ich komme nämlich nicht ganz hin. Das ist mal wieder klar. So. So. Dann den machen wir weg. Den reparieren wir. So. Wieso ich nicht den angreifen kann, ist auch wieder so super. So, Imperiumstufe aufgestiegen. Jetzt kann ich neue Dudes machen. Super. Neue Agenten. Warte, wo habe ich gesagt, brauche ich einen neuen Agenten? Warte, hier. Gehe ich nach da. Hier habe ich Agenten. Warte mal, ich brauche. Also hier habe ich einen. Blauäugiger Bob hat noch keinen. Der hat einen. 212, der hat keinen. Einen. Also der blauäugiger Bob bekommt einen, sobald er mir gehört. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt dieses Mal eine kleine, eine kürzere Runde. Ich bin wieder am Vorproduzieren. Minus 9. Ja, wieso denn? Sklaven minus 29. Okay, auf jeden Fall, ja. Gut, dann werden wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn ihr wollt. Und ich sage, ja, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye. See ya. Sie müssen bestraft werden!